Ei, caramba, wen haben wir da? Das ist der Micha mit seinem Hispano. Jetzt werden wir dem mal Feuer unter den Arsch machen und zeigen, was die spanische Küche für ein Temperament hat. Und jetzt koch einen raus. Dann die Worte, die wirklich jeder Koch fürchtet. Ich kann nicht essen. Was ist da schiefgelaufen? Ist sowas darf nicht passieren. Da ist noch viel Luft nach oben. Muss ich 3 geben. Die Tendenz, die war schon ein größerer Schlag ins Gesicht und kann ja nur noch besser werden. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Der Chemnitzer Lokalwettstreit geht weiter. Mit 35 Punkten ist aktuell das Tannenhaus die Krone der Schöpfung, doch die Chemnitzer Konkurrenz sägt schon am Ast. Im Herzen der 250.000 Seelenstadt wird Mike heute zum Wiederholungstäter. Hier waren wir doch schon mal, ne? Da war doch nicht der Michael Wirt, da war doch eine Frau. Ich erinnere mich, Jana war ihr Name und es gab eine Sarsuela. Was habe ich da Punkte gegeben? 7. 7 Punkte? Ja, 7 Punkte ist gut, kann man verbessern, ne? Also, wir sind jetzt in Spanien. Tapas, Paella, Sangria, Strohhalme, Party, keine Ahnung. Die Terrasse gibt es ja, kann ich mich dran erinnern. Bleibt die Frage, warum sich Micha mit dem Hispano erneut beworben hat. Ich wollte halt auch zeigen, dass sich hier was verändert hat und dass wir überhaupt da sind, auf uns aufmerksam machen. Also ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir in einem Restaurant mit Mein Lokal, Dein Lokal sind und schon einmal da waren. Also das erneute Mitmachen mit neuem Pächter, warum denn nicht? Was die Küchenrichtung angeht, ist Micha seiner Vorgängerin treu geblieben. Unser Konzept ist klassisch spanisch. Hauptaugenmerk liegt bei uns auf die Tapas, aber es ist auch für jeden was dabei. Wenn der Spanier zu uns essen kommt, der findet was. Und wenn der ganz normale Deutsche zu uns kommt, der findet auch was bei uns. Na dann, auf in den Kampf, Torero. España, ole! Hier komme ich ein bisschen selbstbewusster rein, weil hier war ich schon mal. Ne? Oh, guten Tag, die Herrschaft. Hallo. Die Damen. Hallo. Ja, hi. Wer bist du? Sandy, hallo. Sandy, hi. Und du? Hallo, Luise. Luise? Ja. Okay. Jetzt fehlt nur noch der Chef. Micha. Großer Auftritt. Micha. Schön, dass du da bist. Danke. Hast du übernommen hier? Mhm. Wann denn? Wie lange ist das her? Vor 2 Jahren. Hab als Küchenchef hier angefangen zu arbeiten. Aha. Und dann, ja, ich glaube, der Lockdown war dann das, wo die Jana damals gesagt hat, sie verkauft. Okay. So, und dann bin ich geblieben. Und ich will einfach, dass der Laden weiter nach vorne kommt. Das ist mein Antrieb eigentlich auch wieder, weil aufgeben kann man, wenn man am Ende ist. Aber das ist bei uns nicht. Deswegen jeden Tag aufs Neue, das Beste geben, was man kann und dann geht das weiter. Ich finde das mutig. Ich freue mich, weil das Hispano ist nämlich, Achtung, demnächst 20 Jahre alt. Also das ist schon was eigentlich jedermann dort kennt. Und hat sich was verändert hier oder nicht? Seit dem letzten Besuch von Mike, ich sag mal so, hier draußen ist ein bisschen was passiert, im Lokal, im Restaurant. Es ist ein bisschen bunter geworden, ein bisschen farbenfroher, ein bisschen mehr Deko. An der Küche hat sich einiges verändert, sei es geschmacklich, sei es vom Aussehen, sei es die Optik. Ja, und bin da mehr auf das Spanische eingegangen. Woher kriegst du den richtigen spanischen Touch? Also Koch bist du, das habe ich mitbekommen. Dann wolltest du selbstständig werden. Mal in Spanien gearbeitet? Nee, mein Lehrmeister, der hat uns eigentlich alles eingedroschen. Und da war Spanisch? Dabei. Mediterran war drin, okay, ganz viel, ganz oft. Diese Vielfalt, die spanische Küche so hergibt, das ist so interessant für mich selber, also weil es wird nicht langweilig. Man kann sich austoben, immer was Neues, immer was anderes, kreativ sein, auf die Gäste eingehen. Die Gäste sagen einem dann schon, das wollen wir so nicht, wir wollen das anders. Ja, und so ist es geblieben. Ja, wer guckt denn da aus dem Fenster? Guten Tag, die Herrschaften. Das sind Freunde, oder, schätze ich, die jetzt mal einfach vorbeigeschaut haben. Das ist Familie, Mama und Stiefpapa. Freut mich sehr. Da muss man ja Hallo sagen, ne? Würde ich sagen. Ne? Sonst gibt's Ärger mit meiner Mami. Gell? Ja gut, dann würde ich sagen, ole ole, oder? Ab in die Küche. Immer noch einen Papa besuchen. Der ist in der Küche? Der ist in der Küche. Ist ja geil. Das ist gut, ihr habt ein Patchwork geschaffen. Ja. Meine Familie ist hier im Betrieb sehr eingezogen. Oder ich sag mal, ich habe sie beschlagnahmt. Das hat sich so nach und nach ergeben. Aufgrund des Personalmangels nach der Pandemie. Es ist halt schwer zu finden, also Personal schwer zu finden. Papa Andreas ist gelernter Autolackierer und hilft mit, wo er gebraucht wird. Ist das Daddy? Ist er das? Das ist Papa. Hallo, Papa, Mike. Machen wir so, oder? Da ohne. Schön, dich zu sehen. Ich finde das sensationell. Ich erfahre gerade eine schöne Geschichte draußen. Deine ehemalige Frau, ihr beide habt den Burschen da zusammengeschraubt, ne? Jawohl. Und alle helfen, alle sind da. Schön. Wo liegen seine Stärken beim Kochen? Was? Also, ich persönlich bevorzuge seine Soßen. Ah. Das ist also für mich immer wiederum ein Gaumenschmaus. Krieg ich was mit deiner Soße? Und wenn nicht, Soße extra. Danke.
Gerne. Gut geantwortet. Ne? Was machen wir denn? Oder was machst du mir? Erzähl. Ich mach dir Rinderhüftsteak. Fleisch spielt eine große Rolle in Spanien. Also Steak el Toro, also das Steak vom Stier, zu mir. Ja, Rinderhüfte. Ist das deutsche, argentinische oder die brasilianische oder amerikanische? Wie? Australien. Tatsächlich? Ja. Warum haben wir keine... Die Qualität ist die beste gewesen. Ach so. Weil, ich sag mal, die argentinische, die ich jetzt immer hatte, da ist mir zu wenig Fett drin. Ah, okay. Also man sieht das dann vielleicht, hoffe ich, beim Durchschneiden. Ja, okay. Ist nicht das Billigste, es ist auch nicht ganz das Beste, aber die Qualität ist gut. Australische Rinder werden mit Getreide gemästet, daher die spezielle Marmorierung. So, und jetzt? Für den Herrn, das ist aber sehr zart. Man sieht das, wie das Messer durchrutscht. Es ist auch sehr, sehr trocken, schön durchwachsen. Genau. Das ist das bei der argentinischen, da gab's, da war nicht mal irgendwo ein kleiner Rand. Und Deutsche, es hat nicht, also nicht genügend. Nee, haben sie nicht genug. Dass wir nicht genügend Ware oder genügend Hüftsteaks aus Deutschland zusammenbekommen, das glaube ich jetzt mal nicht. Okay, es geht hier um die Qualität, davon ist er überzeugt und deswegen ist das eben Ware aus Australien. Was gibt es denn da drumherum? Knoblauch-Rosmarin-Kartoffeln gebraten, Grillgemüse. Und Kräuterbutter machen wir noch. Ach, du machst Kräuterbutter selber? Ja, ich versuche so viel wie möglich selber zu machen. Was kommt da rein bei dir? Soll ich Kräuter hacken oder was? Kannst du gerne tun. Oder? Ja, dann machen wir das nochmal, oder? Olivenkraut dazu. Sieht man auch nicht so oft. Genauso wie der Name Olivenkraut es sagt. Das ist ein Kraut, was nach Olive schmeckt. Sonst hast du ja Basilikum, Petersilie sehe ich hier, oder? Genau. Bärlauch, aber leider gefroren, weil Zeit ist vorbei. Ja, aber war da frischer und selber eingefroren, oder? Genau. Neben TK-Bärlauch gibt Micha gedünstete Zwiebeln und gehackte Peperoni zur Butter. Ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Thymian, jetzt haben wir noch ein bisschen Knoblauch. Die frischen Kräuter, ne? Das hatten wir ja auch aus seinem Mund gehört. Also ich verweigere mich da auch in meiner eigenen Küche, also ich mag keine getrockneten Kräuter. Und er beweist hier tatsächlich, dass bei ihm alles frisch reinkommt, ne? Finde ich gut. Ein Schuss Worcester Sauce, auch bekannt als Worcester Soße, bisschen frische Zitrone und schon kann Micha einpacken. Die wird jetzt aber ganz normal nur bei normaler Kühlschranktemperatur gekühlt. Die kommt jetzt erstmal in Frost. Ah, okay. Und dann hole ich sie mir so raus, wie sie alle wird. Ja, okay. Und ich sag mal, die ist ja eingepackt, das heißt, die Aromen verfliegen dann auch nicht, weil Kräuterbutter im Kühlschrank, wenn sie stimmt, nicht ordentlich eingepackt ist. Und da hast du immer eine Portion Scheibe oder wieder weg. Genau. Ja, dann brichst du weg, ich mach sauber und dann geht's ans Fleisch, oder? Okay, aber ich würde anfangen, wir machen Gemüse nebenbei mit und die Kartoffeln gleich mit. Das Gemüse und die Kartoffeln brutzeln selbstverständlich in spanischem Olivenöl. Das ist ein Elektrogrill, ne? Da ist unten Wasser drin, glaube ich. Genau. Oder? Das heißt, wenn es abtropft, Grill runternehmen und dann kann man das schön reinigen, oder? Genau. Elektrogrill, kriegst eine hohe Temperatur drauf, völlig in Ordnung. Mensch, das kann ich gar nicht immer Holzkohle erwarten, ne? Das ist aber immerhin ein Grill, wo du ein geiles Aroma trotzdem hinkriegst. Machst du da Öl rauf? Öl. Und? Feuer frei. Magst du Medium oder durch? So Medium, Rare vielleicht so. Schön, dass Michi fragt, ne? Manche fragen mich ja nicht mal mehr. Dann muss man den erfragten Gargrad natürlich auch noch treffen. Zeit für eine Verkostung im Kreise der Familie. Das gehört nicht zum Gericht dazu, Mike, aber da das ist die gerne Soße isst. Ja, genau. Ja, ich wollte sie kosten, weil der Papa die so angepriesen hat. Handgemacht mit viel Liebe. 3 Tage gekocht, sind aber Wildknochen. Die esse ich auch nachher. Fein. Schön. Aber zu Recht nicht hier zu servieren, ne? Weil es eben wild ist. Ne? Okay, alles klar. Ist Michas El Toro auf den Punkt? Mike hat das gute Stück Medium Rare bestellt. Das ist gut gelungen. Fleisch kann er. Familie, Freunde, durchatmen. Unter Beobachtung zu essen und zu urteilen ist nicht so easy. Ich spüre diese Blicke. Wir wollen doch nur wissen, wie es dir schmeckt. Das Fleisch ist extrem perfekt gebraten. Was hast du da drauf gemacht? Das ist dann zumindest noch mal. Achso, noch mal Knoblauchöl, ein bisschen Chili, Soße, Rosmarin, Thymian, Salz und Pfeffer. Mehr ist es nicht. Aber es ist nicht einfach nur so, sondern es ist noch mal durch was durch oder drüber gezogen worden. Ne? Genau. Toll gebratenes Gemüse mit Biss, knackig. Sehr guter, schöner, knackiger Salat. Sehr farbenfroh. Die Kräuterbutter extrem gut abgeschmeckt. Aber bei mir ist halt Spanien. Ich brauche eine Salsa, ich brauche eine Mollo Verde. Oder, weißt du, ich brauche. Das ist so bei mir Spanien. Ist ja wichtig, dass ich das sage. Ne? Das ist jetzt ein Steak, das ich in jedem Lokal bekommen könnte, ne? Egal welcher Nationalität. Hau ein paar spanische Klassiker aus, damit du auch ein bisschen diese Farben dann auch vertrittst. Ein bisschen Alemannia passt auch, aber ein bisschen mehr Spanien. Vielen bitte, Dank. Bitte, bitte, mach ich. Bitte, bitte. Kriegst du. Zur Wohlgemeinde. Ja. Ja. Gehöre ich jetzt zur Familie? Ja. Na klar. Ja, Mike hat mir ein paar Tipps gegeben. Ich soll mir Spanien zeigen, was wir in der Küche noch so zu bieten haben. Und das werde ich meinen Mitstreitern heute auch zeigen.
Ole, ole, der Maestro macht sich wieder auf den Heimweg. So, jetzt war ich ja schon mal hier im Hispano. Wie soll ich es denn sagen? Es ist knackiger, es ist frischer, es ist freundlicher, es ist frühlinghaft, ich weiß nicht. Das stimmt schon, was ich sage, wirklich. Das Salat, alles, guter Geschmack, sehr einfach, aber alles auf Biss, schöne frische Kräuterbutter, selbst gemacht, keine getrockneten Kräuter. Der Steak, ein Hüftsteak, alle draußen, die mal einen Hüftsteak bestellt haben oder irgendwo gegessen oder selbst gemacht haben, kriegt das mal hin, so zart, ne? Ist eines der besten Hüftsteaks, die ich gegessen habe. Okay, ich hätte es auch gern von Bauer Josef, ne? Aber Bauer Josef, der liefert ja nur in seinem Kretzel, in seinem Eck. Und wenn er hier keinen hat, muss er dann ausweichen. So sehe ich das. Spanien, ne, das war jetzt nichts, ne? Und deswegen sage ich, für den weiteren Kampf wünsche ich mir ole ole.